Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit euren Vorschlägen. Ich sollte mir doch mal Helga und Marina das Internet angucken und ja, werden wir mal das Internet an, also das Internet, ne? Also wir werden das Video dazu angucken. Bist du da, Helga? Ja, was ist denn los? Hast du das mitbekommen im Internet? Was denn? Mit uns. Ich bin nicht im Internet. Doch, wir zwei sind im Internet. Den Vertrag, ich werde uns da reingemacht. Diese Gespräche hier im Zaun. Ja, was damit? Die gucken sich die Leute immer im Internet an. Teilweise Millionen von Aufrufen. Ja, weil wir mal die Wahrheit sagen. Aber cool, genau. Cool, wir reden das mal so, dass die Leute das auch verstehen. So Politiker verstehst du auch vorne und hinten nicht, wenn die irgendwas erzählen, ne? Und wir reden mal Klartext. Ist so. Wo sind wir da denn so? Klartext. Im Internet. Facebook, YouTube, Instagram. Kenn ich nicht. Du kennst auch Facebook. Habe ich mich angemeldet? Habe ich nicht verstanden. Wieso? Sollte ich eine E-Mail-Adresse angeben? Ja und? Ja, wo soll ich denn sowas herkriegen, Maria? Gibt's da verschiedene Anbieter? Will ich nicht. Mein Enkel, ja. Oh, das erinnert mich voll an meine Oma, ey. Die hat sich damals ein iPhone geholt und... Ich wusste halt überhaupt gar nicht, wie man das Handy bedient und ich musste ihr wirklich alles erklären. Und ja, ich saß da wirklich gut und gerne mal mehrere Monate dann vorm Handy und dann kam dann auch so Fragen, wie macht man Smileys auf WhatsApp oder wie schreibt man eine Nachricht? So Fragen, wo ich mir so denke, okay, aber ja gut. Ja, wir sind damit aufgewachsen. Hat mir das alles eingerichtet. Internet braucht kein Mensch. Ich hatte da jetzt mal so eine Idee. Eine Idee? Ich hatte da so eine Idee. Ja, dann erzähl mal. Die Leute finden uns ja ganz gut da draußen. Ficken ja, uns jetzt. Ich habe mich da mal hingesetzt und was überlegt. Howard Carpendale. Was? Howard Carpendale. Was mit dem? Der hat auch Fans. Und die wohnen doch auch Fanartikel. Jetzt sag nicht, du... Merch. Heißt das ja heute. So ein Blödsinn. Und nun guck mal, was ich genäht habe. Marianne, das ist nicht dein Ernst. Ist das nicht Schmuck? Marianne, was soll das? Können sich unsere Fans jetzt kaufen. Marianne, Howard Carpendale ist ein Weltstar. Ja und? Wir beide sind im Internet. Aber das Internet ist ziemlich groß. Wer kauft sich denn so ein Pullover? Die Zuschauer. Und wie soll man das finden? Mein Enkel hat uns eine Seite gemacht. Sag mal. Freshtorge.merchcowboy.com. Ging nicht noch ein bisschen komplizierter, Marianne? Ich weiß, ist nicht optimal. Was ist denn das für ein Name? Yes. Johannes ist so ein Fan von diesen Frischtorgen. Wer ist das? So ein komischer Clown im Internet. Und jetzt glaubst du, die Leute kaufen das? Guck mal. Was? Hier, guck mal, die Tasse. Wie bin ich auf die Tasse gekommen? Das Foto hat Ingeborg davon uns gemacht. Letztes Jahr bei den Kohltagen. Und hat die das auch verkaufen, oder was? Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Tüdelkram ist das. Oder zu Silvester oder zu Heiligen. Das erinnert mich voll an die zwei Russen. Es war damals das Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni oder wie das ging hier. Der Klingelton. Ich glaube, von Nokia war der, ja. Und das haben halt damals, die Hintergrundgeschichte davon ist voll cool. Das haben irgendwie zwei Russen irgendwie mal so aufgenommen, einfach so, just for fun. Und das hat dann irgendwann Nokia dann gefunden und die haben so gesagt, oh ja, das finden die Leute lustig. Und danach haben sie da draußen so einen eigenen Klingelton und sowas gemacht. Müsst ihr euch mal so reinziehen, ne? Ihr macht nichts, also ihr atmet vielleicht mal falsch und am nächsten Tag gibt's von euch dann irgendwie so einen Klingelton, wo ihr vielleicht macht, ne? Das wäre halt voll witzig. In drei Königen. Nun drehst du aber durch, du. T-Shirt habe ich auch gemacht. Du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, Marianne. Ich krieg 500 Euro Rente im Monat. Ich freue mich über einen kleinen Obolus. Marianne. Wenn du den Briefträger nicht immer einen Obolus geben würdest, hättest du auch noch ein bisschen mehr auf dem Sparbuch, Marianne. Das glaub mir. Findest du das nicht gut? Wer soll denn alles bedrucken, Marianne? Der Krabbenclub. Marianne. Der Krabbenclub. Der Krabbenfein oder was? Ich hab mit den Mädels vom Krabbenclub geredet. In diesem Moment sind wir am Nähen und am Häkeln. Ihr seid doch alle nicht ganz sauber, ey. Gern, Sissibi, hilf mit. Ist das nicht schön? Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Johannes hat auch noch für diesen Frischtorgen was gemacht. In unseren Shop oder was? Ja, wollte er gerne. Und was hat er da? Mathe ist ein Arsch. Kein Wunder, dass unsere Jugend so verkommen ist. Ist so, ne? Wer sowas anzieht, ist doch, habe ich Johannes auch gesagt. Aber ich glaube, das sagt man immer, ne? Unsere Jugend oder allgemein, bei uns war alles besser, ne? Damit fange ich jetzt sogar so an, ne? Also, was eigentlich, naja, doch, ein paar Sachen haben sich geändert, aber was eigentlich immer Schwachsinn ist, ne? Also, man sagt das zwar immer, aber so... Damals war alles besser, ne? Ich fang damit an, ne? Es tut dann auch schon was Sinn, aber... Er findet das witzig, oder was? Jo, er hat auch noch was von so einer Carina oder von so einer Lexa was reingemacht in den Shop. Blödsinn. Unten in der Videobeschreibung kannst du aufklicken, da findest du das alles. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Birnen, Bohnen und Speck. Kenn ich nicht. Ist das von den Birnen her schwierig mit der Verdauung und den Blasen? Krieg ich immer das Schmerzen von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mugdad! Mugdad! Cool. Cool. Ja, das Internet, ne?
Es ist halt immer noch unerforscht. Kennen wir noch nicht so gut in Deutschland, ne? Oh, wer kennt sich denn? Das sind halt noch Sachen, die lernen wir gerade jetzt, gerade so in der Corona-Zeit, ganz gut kennen. Vor allen Dingen auch die Digitalisierung. Ich finde das schön, dass wir jetzt mal, also das, die SPD und ein paar andere Parteien endlich damit anfangen. Homeschooling ist ja heutzutage ja echt schwer, wenn es mit dem Internet nicht so gut funktioniert, wenn es 3 Stunden dauert, bis mal eine Nachricht verschickt wird. Aber ey, immerhin fangen wir jetzt damit an, ne? Also schön 2021 und wir fangen damit an, ne? Es war ja witzigerweise 2000 war das ja so langsam mal der Plan, dass wir so mal damit anfangen, dass wir mal ein bisschen, ja, gerade in den Schulen so in die Digitalisierung ein bisschen voranschreiten, dass auch Schulen mehr mit dem Internet lernen. Aber selbst ich hatte das nicht. Ich weiß noch, bei uns in der Schule, wenn wir irgendwie mal so ein Spiel gespielt haben, also allein schon das Spiel zu laden hat schon eine halbe Stunde gedauert, da war fast schon die Stunde vorbei in Informatik, ja. Naja gut, aber immerhin fangen wir damit jetzt an. Das wird eine langsame Zeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video, wenn das Video nicht zu spät bei euch ankommt, ne. Kann ein bisschen mit dem Internet ein bisschen länger dauern. Und wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch gerne über Instagram oder Twitter. Würde mich freuen. Und ja, haut rein und tschüss.